Und wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut. Und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Wir müssen es genau analysieren. Herr Huber, für was wurde die CSU heute von den Wählern abgestraft? Da gibt es natürlich eine ganze Fülle von Punkten. Es war einmal der Stil der politischen Diskussion der letzten Jahre. Das ist natürlich die verkorkste Bundespolitik im letzten halben Jahr. Und da haben wir zu wenig auch die Befindlichkeit der Menschen in den Großstädten wahrgenommen, zu wenig Umwelt- und Klimaschutz gemacht. Das heißt also, wir haben schon jeden Anlass, eine ganz gründliche Analyse zu machen. Diese gründliche Analyse wird wahrscheinlich auch Personen betreffen. Wer trägt denn Ihrer Meinung nach die Verantwortung für dieses Ergebnis? Ich kann jetzt nur die Reaktionen aus der CSU heraus dokumentieren, also jetzt nicht meine Meinung. Und da höre ich nur Solidarität und Anerkennung und Lob für Markus Söder. Die CSU ist der Meinung, er hätte im Wahlkampf, vor allem auch in den letzten Monaten, ganz hervorragend gekämpft. Er hat ja nun auch umgestellt Strategie gegen die AfD. Wir sind ja seit Juli frontal, haben die AfD angegangen. Das hat Wirkung gezeigt. Das heißt also, in der CSU gibt es volle Rückendeckung für Markus Söder. Und alles andere müssen wir den weiteren Diskussionen überlassen. Inwiefern war es denn ein Fehler, die AfD erst dann im Sommer richtig anzugehen? Ja, also dem liegt eine falsche Analyse zugrunde. Horst Seehofer hat, wir haben im Parteivorstand auch darüber mal hart diskutiert, Horst Seehofer war der Meinung, wir verlieren nur nach rechts. Und diese Aussage von Strauß, rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben, hat ihn eigentlich dazu gebracht zu sagen, wir schonen die AfD, aber wir versuchen, die Themen zu besetzen. Das war die Strategie. War durchaus überlegt, aber falsch. Ich glaube, einmal das Hochziehen des Thema Flüchtlinge und Asyl im letzten halben Jahr, nachdem das eigentlich gar nicht mehr so virulent war, war falsch. Das war Wasser auf die Mühlen der AfD. Und insgesamt muss man den völkischen rechtsradikalen, rechtsextremistischen Kern der AfD offenlegen, damit nicht Wähler aus einfacher Protestposition diese Partei wählen. Also die AfD wird weiterhin unser bevorzugter Gegner sein, aber wir müssen zugleich auch die Wähler der Mitte wieder gewinnen. Wir haben auch durch diese Fixierung auf das Thema Flüchtlinge, auch durch oft sehr harte Aussagen, Menschen, die human und christlich, solidarisch eingestellt sind, eher verschreckt durch diese harte Politik. Und es wird uns nicht leicht fallen, die alle wieder zu gewinnen. Das heißt also, es wird uns nicht leicht gemacht werden. Wir müssen uns da sehr anstrengen, denn wir haben sehr viele Wähler an die Freien Wähler und die Grünen auch verloren. Das heißt also, das großstädtische Publikum fühlt sich bei der CSU im Lebensgefühl nicht mehr daheim. Wir haben ein Defizit, was moderne Frauenpolitik angeht und vor allem also auch ein Defizit im Bereich Klima und Umwelt. Und das muss man sehr viel mehr als in der Vergangenheit in den Mittelpunkt stellen. Jetzt mit Blick auch auf Ihre eigene Biografie in der CSU. Dieses Ergebnis ist ja schlechter als das Ergebnis, für das Sie personelle Konsequenzen ziehen mussten. Welche stellen Sie sich jetzt vor für die beiden, die jetzt da vorne dran sind, für das Duo, das ein Duo ist, wie es damals Sie und Herr Beckstein waren? Also das Duo Söder-Seehofer ist ein anderes als das Duo Beckstein-Huber. Wir haben uns nämlich gut verstanden und haben zusammengearbeitet. Ich habe in der Tat von mir aus die Konsequenzen gezogen mit einem Ergebnis von 43,6%, weil ich damit eine Erneuerung der CSU in die Wege leiten wollte, obwohl ich da erst 62 Jahre alt war. Und ich habe dann gesagt, ich gehe in die zweite Reihe und wirke eben in der zweiten Reihe für die CSU. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich glaube, dass es jetzt falsch wäre,
einfach einen Rücktritt zu fordern, denn das verdeckt dann eher die wahren Probleme, die wir besprochen haben. Ich glaube, es geht sehr viel mehr darum, dass wir inhaltlich aufarbeiten, und da muss die Offenheit da sein. Wir müssen auch den Stil der Politik ändern. Die Glaubwürdigkeit, die Ernsthaftigkeit, das muss wieder im Mittelpunkt des Arbeitens von CSU-Politikern sein. Danke, Herr Huber, für das Interview. Als gute Journalistin müsste ich jetzt nochmal nachhaken. Also erstmal keine personellen Konsequenzen? Das ist jeder selber gefordert, darüber nachzudenken. Dankeschön.